San Bernardino Villaggio. Das kleine Dorf, das zur Gemeinde Mesocco gehört, ist halb verlassen. Die Wintergäste sind schon weg, die Sommergäste werden erst viel später kommen. Aber überall wehen Flaggen. Ein Festzug, Dorfmusik, Fahnen, Gäste. Offensichtlich Behördevertreter. Es ist Samstag, der 10. April 1965. Der Grund des Festes, der 6600 Meter lange Straßentunnel durch den San Bernardino, wird heute offiziell durchschlagen. Die wintersichere Verbindung durch das Bündnerland ins Tessin ist gewährleistet, wenn einmal der Verkehr im Tunnel aufgenommen wird. Im Februar 1962 begann die Arbeit. Sie dauerte 38 Monate. Über 600.000 Kubikmeter Fels mussten gesprengt und ans Tageslicht befördert werden. Der Vortrieb des Stollens, in dem Gneis, der aus dünnen Platten besteht, war gefährlich. 8 Menschen mussten ihr Leben bei Bergschlägen lassen, 4 Italiener, 3 Spanier, 1 Schweizer. In rund 2 Jahren wird der Tunnel eröffnet werden können, von dessen Projekt ein Parlamentarier im Jahre 1932 sagte, es handle sich um einen Ausfluss des Automobilistenkollers, um eine Utopie. Die Mineure des Südabschnittes hatten schon am letzten Dienstag einen privaten Durchstich vorgenommen und am Freitag stiegen die Arbeiter durch die kleine Öffnung, um ihr Fest zu feiern. Schon einen Tag vor der hochoffiziellen Feier wurden die Fahnen der Schweiz und der Kantone Tessin und Graubünden vom einen zum anderen Tunnelabschnitt getragen. Volkslieder gesungen, auf Italienisch und Spanisch vor allem, denn der erste allein schweizerische Straßentunnel auf der Nord-Süd-Verbindungsroute wurde zum großen Teil von Ausländern geschaffen. Das kleine Loch wurde dann wieder zugemauert. Nun kann die unversehrte Tunnelbrust mit einer Fläche von 90 Quadratmetern und 3 Metern Dicke noch einmal gesprengt werden. 550 Meter hinter der Sprengstelle warten im Nordabschnitt die rund 350 Gäste auf die Detonation. Chefingenieur Jetzer übergibt dem Bündner Regierungsratspräsidenten Renzo Lardelli die Sprengung. A fare l'ultima briglia della mina della galleria del San Bernardino. Grazie, ingegnere, lo faccio volentieri. Es ist soweit, 11.15 Uhr, die Sprengung wird ausgelöst. Eine 35 Quadratmeter große Öffnung klafft in der Stollenbrust. Mineure reißen mit langen Haken lose Felsbrocken herab, damit das entstandene Portal ungefährdet durchschritten werden kann. Der kleine Chor von San Bernardino stimmt das Santa Barbara-Lied zu Ehren der Schutzpatronin der Mineure an. Nach einer halben Stunde steigen die Gäste, die im Nordeingang bei Hinterrhein eingefahren sind, hinüber. Rund 700 Menschen treffen sich in der Mitte des Tunnels. Techniker, Ingenieure, Mineure, Presseleute, Behördevertreter aus Bern, aus den Ostschweizer Kantonen, aus dem Tessin, dem Liechtenstein, Vorarlberg, aus Deutschland und Italien.